Dungeons and Dragons. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Würde es aber gerne mal in der Form, wie es uns in der Serie Community gezeigt wurde. Boah, das würde bestimmt mega Spaß machen. Ein charmanter Dieb versucht zusammen mit einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere ein verlorenes Relikt zu stehlen. Doch als sie sich mit den falschen Mächten anlegen, sehen sich die Abenteurer einer tödlichen Bedrohung gegenüber. Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Das ist der grobe Plot. Dungeons and Dragons. Paramount Pictures schenkt uns einen kleinen Fantasy-Film. Und da haben die sich mal Dungeons and Dragons ausgesucht. Was sehr riskant ist, denn die Dungeons and Dragons-Fans sind fast so irre wie die Star Wars-Fans. Also die Hardcore-Fans. Ja, die sind schön crazy. Aber man hat sich herangetraut und das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. Überraschenderweise. Wir haben hier ein Regie-Duo, und zwar John Francis Daly, den kennt man aus der Serie Bones. Ja. Und sein Partner, da muss ich aber lesen, der ist nicht so bekannt, Jonathan Goldstein. Die beiden waren schon Regisseure bei dem Film Vacation, der absolut scheiße war. Der war Dreck, tut mir leid, der war richtig scheiße. Und dann haben wir noch Game Night, den haben die auch noch auf die Beine gestellt, der war durchschnittlich. War okay. Besoffen kommt er besser. So, wer spielt mit? Ganz vorne dabei Chris Pine. Der tatsächlich, wo ich jetzt sagen müsste, wenn der fehlen würde, wäre der Film nicht annähernd so gut, wie er es jetzt ist. Der bringt viel hier rein. Dann haben wir noch Michelle Rodriguez, Justice Smith, ein aufstrebender Schauspieler, den ihr spätestens seit Jurassic World 2 kennen müsstet. Reggie Jean Page spielt da noch mit dem ich überhaupt nicht warm werde, seit Beginn seiner Karriere in Bridgerton. War wahrscheinlich nicht der Beginn, aber da ist er groß rausgekommen. Ich werde mit dem nicht warm. Überhaupt nicht. Ja. Und dann haben wir noch irgendwo Hugh Grant rumfliegen. Ja, der ist irgendwie auch dabei. So, ich habe Dungeons and Dragons im Kino gesehen. Der Film geht 2 Stunden 14 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Yeah. Fangen wir mit dem Jutenzeug an. Also, zum einen Fantasy-Film, der Spaß macht. Ja, so viele gibt es davon jetzt auch nicht, muss man ja schon mal sagen. Hier, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben, macht tatsächlich Spaß. Überwiegend aus den Gründen, weil die hier irgendwie fast schon im Minutentakt in ein neues Abenteuer geraten. Ja? Dann die Chemie dieser vier Nasen hier. Ist auch nicht verkehrt. Ja? Allen voran Chris Pine als Anführer der Truppe. Der macht einiges her. Seine charmant, witzige, sympathische Art und Weise, die ist echt gut. Und die bringt er auch hier rüber. So ähnlich wie in Star Trek, in der Star Trek-Reihe. Ja? Da hat er auch eher den lockeren, humorvollen Captain Kirk gespielt. Und hier auch so ähnlich. So im Prinzip ähnlicher Charakter und das kann der echt gut. Kann der super. Michelle Rodriguez ist ja auch richtig gut. Es ist auch schön, die außerhalb der Fast and the Furious-Reihe zu sehen, wo sie mal einen sympathischen Charakter spielt. Und hier ist sie echt gut. Michelle Rodriguez, die rechte Hand von Chris Pine, die Pseudo-Schwester von ihm quasi, die ist auch sehr gut. Das CGI, also das ist hier ein CGI-Feuerwerk, wie ihr es aus den Marvel-Filmen kennt oder den DC-Filmen. Ja, so reingeklatschtes CGI. Hier in Dungeons and Dragons sieht es manchmal wirklich sehr gut aus. Der dicke Drache hat mir voll gefallen. Also ich weiß auch nicht warum, aber dieser moppelige Drache, Drachen sind aktuell super in dem Kino. Und dieser moppelige Drache war mal eine schöne Abwechslung. Ja, der sah nicht, ja, gefährlich schon ein bisschen, aber eher so auf eine knuffige Art und Weise. Das hat mir gefallen. Wisst ihr, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von gutem CGI in einem Film. In dem Film soll es nicht um CGI gehen. Das CGI soll nur die Story unterstützen. Ja, aber es muss gut aussehen. Dort kann ich mir auch ein Buch in die Hand nehmen und ein Buch lesen.
Ich brauche was für die Augen dann auch. Zumindest wenn es das Thema hergibt, wie bei Marvel und hier Dungeons & Dragons. Finde ich gut. Aber es gibt eine Sache, die top CGI immer. Mechatronische Figuren. Wie in Jurassic Park 1. Ja, da hat man mal so einen riesen Fuß einfach mal von so einem T-Rex gebaut. Ja, nur den Oberkörper vom T-Rex gebaut. Und das sieht dann so geil im fertigen Film aus. Ja, und ab und zu mal, wenn die Figur ganz zu sehen war, dann war es CGI. Aber es war nur unterstützend. Ja, heutzutage habe ich das Gefühl, dass ein Film nur wegen dem CGI gemacht wird. Und am Ende ist das auch noch beschissenes CGI. Schlampiges. So auf Zeitdruck gemachtes CGI. Und das wird nie funktionieren. Also, Dungeons & Dragons. Wer Fantasy-Filme mag, ja? Und in der heutigen Zeit, Fantasy ist gerade wieder ganz oben. House of Dragons, Herr der Ringe und leck mir am Sack, was nicht noch alles. Aber Fantasy ist aktuell ganz groß. Ah, Legend of Vox Machina. Voll geil. Müsst ihr euch mal angucken auf Amazon. Ist Zeichentrick, aber für Erwachsene. Geile Fantasy-Serie. Hammer. Und die zweite Staffel ist sogar geiler als die erste. Mega. Und das finde ich eben gut, dass Fantasy gerade einen Lauf hat und dass man sich da anscheinend auch ein bisschen reinhängt. Weil Dungeons & Dragons, ich habe mit einer absoluten Pleite gerechnet. Absolut. Aber der Film macht echt Spaß. Den kann man sich tatsächlich mit der ganzen Familie anschauen. Die Kleinen, die Großen, die werden da alle Spaß haben. Weil eben auch so viel passiert und diese Vierertruppe in so viele Abenteuer gerät. Macht einfach Spaß. Negatives. Mir ist natürlich auch was aufgefallen und das relativ früh. Hugh Grant und Daisy Head, die Bösen hier im Film. Tut mir leid, absolut verschwendete Schauspieler und Schauspielerinnen. Die sind absolut sinnfrei. Diese beiden Rollen hätte man mit jedem besetzen können. Selbst mit einer mechatronischen Krähenfigur von mir aus, ja? Oder mit einer CGI-Figur. Scheißegal, das Geld für Hugh Grant hätten die sich bei diesem Film sparen können. Ja. Ich hatte es zu Beginn schon erwähnt, aber Reggie Jean Page, den viele Damen vor allem aus Bridgerton kennen müssten. Tut mir leid, ich werde mit dem Mann überhaupt nicht warm. Alles, was der bisher geleistet hat, der kam immer unsympathisch rüber. Und jetzt kommt der Clou. In Dungeons & Dragons spielt er einen wirklich freundlichen Druiden. Einen wirklich guten Herzens, guten Druiden spielt er da. Ja, der kann zwar kämpfen, aber der ist eigentlich ein super netter Charakter. Reggie Jean Page kriegt das nicht rüber. Der wirkt jedes Mal wie ein arroganter kleiner Stricher. Ich will dem auch jetzt nichts unterstellen, ich kenne den Mann nicht privat. Aber in all seinen Filmen bisher und Serien, Bridgerton, wirkt der wie ein arroganter, selbstverliebter kleiner Kacker. Aber eins muss ich noch hinterherwerfen, in den Kampfszenen, die Schwerterkampfszenen als Druide, ist er gut. Die sahen dynamisch und schnell aus, ein bisschen CGI rumgefunke noch dabei. Da war er gut. Die Kampfszenen konnte er richtig gut umsetzen. Aber ich mag den nicht. Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben, bekommt von mir die Note 2-. So ihr Lieben, Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben. Ich glaube, da kommt eine Reihe. Also ein zweiter Teil wird bestimmt kommen. Dungeons & Dragons war relativ erfolgreich jetzt. Und zwar, weil es wirklich ein spaßiger Film ist. Ja? Wenn ihr ins Kino noch wollt und euch den Film anschauen wollt, nehmt die Kids mit. Die werden da definitiv Spaß haben. Da gibt es für jeden was dabei. Starke weibliche Figur, starke männliche Figuren, alles dabei. Ja, und eine Menge Fantasy. Das war's von mir, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, fantasievollen Tag und bis bald.